Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wow, was war das denn? Was leckt das hier so? Wow. Seltsam. Bist du jetzt mal weg, Rumgelecke? Ja? Geht doch. In der letzten Folge haben wir, wer jetzt gedacht, ein paar Leute beklaut. Wir sind das erste Mal gegen Monster gestorben und sind nach Hause gefahren, um zu schlafen. Sehr spannend also. Und heute gehen wir mal in die Werkstatt. Jawohl. So, die Frage ist, will ich etwas modifizieren? Ich weiß es nicht. Wieso wird das alles in Schaden pro Minute gerechnet? Ich verstehe das nicht. Wer rechnet denn in Schaden pro Minute? Oh, unser Colt. Was machen wir denn damit? Ich weiß es nicht. Ich würde ja gerne... Mac 2 Energie. Ich würde gerne etwas rantun, aber ich traue mich nicht, weil ich weiß es nicht. Das ist halt alles noch so billo und ich brauche sie auch momentan nicht. Ich komme ja momentan klar. Draußen wartet auf uns eine Horde Monster. Ich war so genial und habe sie angeschossen. Jetzt müssen wir damit leider irgendwie umgehen. Oh, sie sind weg. Oh. Ich nicht. Aber den wollten wir eh töten. Die standen da hinten. Jetzt sind sie weg. Wo sind die hin? Egal, wir haben neue Sachen bekommen. Ein leichtes Spacer's Choice Gewehr Stufe 1 haben wir schon, ne? Ja. Und eine Rüstung. Von Spacer's Choice. Das Gute ist, wir haben kein Karma verloren, weil wir sie ja nicht getötet haben. So, die Frage ist, verkaufen wir das Ding? Das Ding gibt mir gerade 6,1 Bit. Ist ja nix. Ich zerleg das Ganze. So, aber was machen wir mit Rüstungsteilen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Reparieren, zerlegen, ablegen, fallen lassen. Naja. Ich würde sagen, dann gehen wir zurück. Den Roboter haben wir letzte Folge übrigens auch kalt gemacht. Das heißt, wir können uns demnächst aufmachen, um die Raider zu verjagen. Ich sag jetzt einfach mal Raider, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Plünderer. Ist ja dasselbe. Ist eigentlich dasselbe, ja. Aber erst gehen wir in die Stadt und finden diese Geheimwaffe. Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass ich nur zu Hause schlafen kann. Da hätte mir irgendwie so ein Hotel oder so hätte mir auch noch gefehlt. Dass man nicht jedes Mal in die Stadt latschen muss. Das ich weiß nicht. Ich meine, nicht jeder Idiot spielt auf Hardcore. Das bin nur ich. Der dumm genug ist, das zu tun. Deswegen, ja, Weil sonst kannst du ja überall schlafen, kannst überall speichern. Und wir können halt nur bei uns zu Hause speichern. Es wird mir doch mehrmals das Genick brechen. Aber gut. Dafür habe ich die Kunst des Schneidens drauf. So. Ab in die Stadt. Hier gibt es auch jede Menge zu tun. Wir müssen noch zu den Kranken rein. Wir müssen jetzt in die Kantine da die Spezialwaffe aus der Toilette holen. Was sehr appetitlich ist. Und dann gucken wir mal. Erstmal Waffe wegstecken. Dann gehen wir hier rein. Wir wollten noch mit der Troller reden. Hallo. I don't want any trouble. Ja, hast schon gesagt. Gibt es einen Grund, wieso ich nicht mit dir zusammen gesehen werden sollte? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Sollen die doch reden, dann knall ich die halt ab. Wieso, was ist hier los? Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Also für mich hört sich das an, als hätte sie einen Schnupfen. Also, ich denke einfach mal, dass es zu kostspielig ist, einen Menschen zu heilen. Und dass sie sich einfach neue Arbeit holen. Ich habe ein bisschen Übung. Ich könnte einen Blick auf dich werfen. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. Weil ich dich heile? Welche Schwierigkeiten? People trouble. Lazy worker like me getting special treatment from some out-of-town physiker like you?
people will talk. Company always tells us. Weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. Oh nein, die Leute reden über mich. Ich sterbe lieber an einer Erkältung. Ja. Dafür ist es jetzt zu spät. I'm glad you see things my way. And not for nothing. But I appreciate you giving me the time of day. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. Ich kann dir auch den ganzen Weg einfach erleichtern. Das ist die beste Medizin gegen Krankheit. Aber ich würde jetzt am liebsten speichern, ne? Alter Schwede. Guckt euch mal die kleinen Viecher an. Das sind doch keine Haustiere, oder? Doch, die haben keinen... Ich könnte sie erschießen, aber... Move along. What? Die kleinen Viecher sind rausgekommen, weil ich die Tür offen gelassen habe. Los, meine Krankheitserreger! Stürmt raus! Ich will die aber auch nicht schießen. Genau, er schießt sie. Ich habe die Krankheitserreger losgelassen. Oh, hallo. Er hat mich überrascht. Ich konnte nicht anders. Hallo. Ist das Medizin, das ich hier sehe? Tatsächlich. Ja, tut mir leid, Leute. Medizin ist ausgegangen für heute. Bitte gehen Sie in die nächste Toilette zum Sterben. Essen habe ich erstmal genug. Dankeschön. Brauchst du ja offensichtlich nicht mehr. Danke. Oh, ist ja ein Kühlschrank hier für Waffen. Geil. Immer für Ressourcen. Und dafür muss ich mich verstecken. Oh Gott, ich steck fest. Du bist auch tot? Oh, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Irgendwann, Leute, fliege ich damit auf die Fresse, dass ich überall klaue. Ich sag's euch, irgendwann. Also wir hätten sie heilen können, aber ich mein, wenn sie nicht will, ich zwinge sie nicht zu ihrem Glück. Ich bin jedoch nicht der Papst. Ein Friseur! Ja, ändere meine Frisur bitte. Ach so, ja, du warst das. Wenn ich mich hier hinsetze und du änderst meine Frisur, bitte. What can I do for you? Haare schneiden. Ich will Haare schneiden. Mein Charakter ist verändert worden. Aber jetzt kann man es zum Glück nicht sehen. Aber guckt es euch an, das bin ich nicht. Ich würde gerne irgendwo zu einem Friseur gehen und das ändern. Das wäre schön. So. Wir wollen hier rein. Und dann... Ludwigs Bündel. Ja, da komme ich ja nicht ran. Achso. Okay, jetzt zurück. Und dann gibt er mir eine richtig geile Waffe. Vielleicht sollten wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Also, hier im Krankenhaus waren wir drin. Du bist der Laden. Hier haben wir noch nicht geklaut, ne? Ach du Scheiße. Das sieht er ja. Kann ich auch einfach hier rein? Der sieht er ja nicht, ne? Das heißt, er guckt. Wenn ich hier hinten bin, guckt er nach, oder? Er denkt sich, oh, wo ist er hin? Ja, da bist du ja. Na gut. Ich könnte es ausnutzen und klauen, aber. Ja. Music to my ears. So, verkaufen. So, das kannst du haben, mein Freund. Das behalte ich mal. Nahkampfwaffenfähigkeit, ja gut. Ja, ich habe hier noch jede Menge Zeug. Aber das muss ich aufsparen. Bin geizig. Okay. Work your jaw on some spaces. Ja, ist ja gut. Ich muss mein Schiff reparieren. Wo könnte ich die notwendigen Teile bekommen? You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Okay. Go right ahead.
Was hältst du von diesem Ort? What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. Die Blase auf meiner Arschbacke ist schöner als Edgewater. Do us both a favor and don't try to prove your point. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Tatsächlich gibt es das. Go right ahead. Was ist mit dieser Seuche, die hier um sich greifen soll? Plague. I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Bist du fertig mit dem Märchen oder soll ich warten? I take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Prostikal. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Ja, wenn du genug Geld hast, mein Freund, dann hast du keine Probleme. Es gibt doch gar keinen Sinn. Spend enough time in the Spacer's Choice family, and you will come to understand. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Natürliche Selektion. Klingt fair. It is better than fair. It's company policy. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Naja. Wenn du meinst, Dude. Okay. Das war der Händler, der Barbiershop. Achso. In Spielen ist meine Orientierung voll für den Arsch und ich dachte, die wäre gerade nackt gewesen. So, der Kollege ist da am Tower drin, ne? Ah, ich will eigentlich noch gar nicht, weil ich will erstmal die Quests zu Ende bringen, die wir jetzt momentan haben. Und dann gucken wir uns den Rest an. Eins nach dem anderen. Some hullheads running around town talking about lost colony ships. Das verlorene Kolonieschiff, ja, daran sind wir auch interessiert. So, Monsieur. Und gib mir deine schöne Roboterwaffe. Bring us honor, Soldier. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, Soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Klingt doch lustig. Fun. This ain't some quarterly performance review, Soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ach, ich gehe jetzt zu ihm hin und sage, hey, Reed Thompson, wir haben ein kleines Problem in der geothermischen Anlage. Ich muss leider alle Roboter töten. Ist halt so. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das bereuen werde? I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Wie soll ich an dieses Modul kommen? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Wie lautet der Plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits.
Edgewater ist mitten im Nirgendwo. Du hast keine Kontaktperson. Well, excuse me. What I meant was, I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Ja, gut. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Danke. Okay, ich möchte das hier vertagen. Und stattdessen morgen, jetzt und immer fort. Abilify hat dich gebeten, ihm eine versteckte Packung an, hast du dich gesehen, aus dem Versammlungszentrum vom Emerald Whale zu besorgen. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Action hier. Das ist mir jetzt viel rumgelaufen gerade. Ich will ein bisschen abknallen, ein bisschen erforschen. Ich meine, ich würde auch gerne jetzt zum Boss gehen und alles, aber ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, zu vorschnell. Wir wissen ja jetzt, was der Kollege will. Jetzt soll er halt bekommen, aber ich wollte erstmal noch die Waffe angucken. Wollte er mir nicht eine Waffe geben? Dann halt nicht, Bro. Na, gucken. Wenn das hier wie ein Fallout läuft, dann werden wir am Ende des Let's Plays noch ein paar NPCs töten. Einfach nur. Einfach so. Weil ich es kann. So, ab jetzt wird's problematisch. Wir sind auf Feindgebiet. Kommt irgendein Gebrüll von da hinten. Bist du stark, Junge? Kann ich dich abknallen? Oh, oh, das ist eine ganze Familie. Von der anderen Seite kommen auch noch welche. Ich dachte, er wäre alleine. Und ich glaube, den Revolver hört man ziemlich laut. Okay, die haben sich beruhigt. Alles klar. Was ist denn das hier für eine tote Stadt, sag mal. Ist das ein Gegner? Ich trau mich doch nicht an die Gegner ran. Ich weiß nicht, wie stark die alle sind. Arzneimittellager. Da hinten wollen wir hin. Ist hier irgendjemand? Munition nehme ich immer gerne. Auch wenn es schwerer ist. Oh. Ich sammle die ganze Zeit irgendwelches Zeug aus. Wir sollten mal gucken, was wir hier haben überhaupt. Was war das? Scharfschütze, kritischer Schaden. Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Okay, das machen wir bei harten Gegnern. Kann ich dich zu Favoriten machen? Schade. Aber ich glaube, wir haben Durst. Wir sollten was trinken. Hier, komm. Das hat ja funktioniert. Pseudo-Apfelsaft. Oh. So, sehr schön. Hallo. Oh, ich will ein Scharfschützengewehr haben, ey. Oh, du lebst noch? Hör auf zu leben! Oh, hier war ein explosives Fass. Ah. Habe ich nicht gesehen. Aber der Headshot war cool, Alter. Die haben einen untersucht, der ohnehin schon tot war, seltsamerweise. Wie bin ich denn an denen vorbeigekommen? Ach, ich kam von da. Stimmt. Oh, ich habe jetzt schon Spaß am Kampfsystem. Das ist so cool. Hallo, lebst du? Plünderer Anführer. Oh mein Gott. Ich brauche unbedingt ein Scharfschützengewehr.
Scheiße. Aha. Haben wir den Kopf weggeschossen? Ach, jetzt laufen die weg. Ah, gut, das sollte ich nicht so oft ausnutzen, dass die weglaufen. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass da ein paar mehr sind. Habe ich eigentlich irgendwie Schalldämpfer oder so schon? Das wäre halt cool. Da, was ist das? Fernkampfwaffen-Mod. Lauf verringert die Lautstärke der... Ah. Das brauchen wir, Leute. Das brauchen wir. Schussgeräusch minus 66%. Alles klar, ich weiß Bescheid. Darauf werden wir gehen. Wo ist der Anführer jetzt hin? Guck mal da. Er hat sein Leben verloren. Verdammt, ich kann ihn nicht mehr sehen. Verkrüppelt. Und auf dem Kopf. Tot. Oh Gott, lass mich nachladen. Nein, ich habe noch nie nachgeladen. Ach, scheiße. Weg mit dir. Lass mich looten. Ich weiß, dass du da bist. Irgendwo da, hinter der Mauer. Au! Was bist du für ein Cheater? Weißt du, ich kann ihn kaum sehen und ich hänge im Busch. Kannst du mir doch nicht erzählen, Junge. Oh! Er hat mich getötet. Oh mein Gott. Wieso lande ich bei den Einstellungen? Ich weiß es nicht. Ah. Die kleine Putzsau. Okay, Leute. Wir sind wieder hier. Ich bin gerade irgendwie falsch gelaufen. Ich hatte auch die Quest noch nicht aktiviert. Und ich habe da hinten noch ein paar Leute gesehen. Ich wollte dich aber eigentlich gar nicht angreifen, aber jetzt habe ich da hinten einen getötet. Aber hier ist unser Ziel. So, wir gucken mal, dass wir uns irgendwie anschleichen. Was, wer hat denn den meisten Schaden, nicht pro Minute, sondern sofort, sofortiger Schaden? Pro Sekunde. Ach, hier ist pro Sekunde drin, aber wir gucken uns nach Schaden. 20, 42, 18, 37. Ist tatsächlich der hier. Der hat 42. Okay. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Munition. Vielleicht hätte ich doch ein paar Module einbauen sollen. Für ein bisschen mehr Schlagkraft. Bin hier jetzt nämlich übelst im Feindgebiet. Ich kenne mich hier nicht aus. Versammlung. Oh. Ich kann also komplett dahin schleichen. Aber ich will ja auch ein paar Leute töten. Ich bin ja hier für Action. Aber ich will auch nicht sterben. Minen. Fuck. Wenn ich schieße, werden die das doch, oder? Ich bekomme bestimmt Schaden. Wenn ich zu nah dran bin. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Warum Minen? Mein Gott. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein Problem. Lauft in die Minen, bitte. Danke. Geben wir mal den hier. Nein, 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 nein. Das war nicht der Plan. Okay. Jetzt reicht's. Jetzt werden Schadensmodule angebracht, Freunde. So, Magazingröße. Schadenstyp Plasma. Diese Modifikation erhöht die Kugeln, die dann beim Abfeuern zu Plasma explodieren. Diese Modifikation lädt die Kugeln im Lauf vor dem Feuern elektrisch auf. Beim Einschlag entlädt sich das Geschoss und verpasst dem Ziel einen Schock. Wir machen ein bisschen Plasmaschaden. So.
Er geht nicht, ne? Weil ich sehe da oben Modifikationen umschalten, aber... Hm. Weil ich habe hier bisher nur die Munitionsdinger, ne? LTRT. Nein. Das geht nicht. Ja, gut. Okay. Jetzt habe ich da ein bisschen Schaden drauf. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Immer noch 37. Aber mit Plasmaschaden. Das ist bestimmt gut gegen Menschen. Okay, Leute. Nächster Versuch. Diesmal machen wir es beim letzten Mal. Wir müssen halt echt aufpassen. Wir verpassen ihm erstmal ein, zwei Schüsse. Und dann freuen wir uns einen Keks. Guck mal. Guck dir mal diesen Depp an. Wie er da hockt. Was? Das ist kein Depp. Doch, ist es. Was macht er denn da? Schläft er? Ich weiß nicht mal, wo sein Kopf ist. Ich weiß doch nicht mal, wo sein Kopf war. Puh. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich will nicht nochmal sterben. Wir müssen taktisch vorgehen. Weißt du, bist am Brennen und läufst du trotzdem noch durch die Gegend. Der Anführer will's wissen, ja? Hier, kriegst ein Heady. Scheiße. Puh. Sehr schön. Weißt du, da hinten steckt einer und der guckt einfach zu, wie ich seinen Anführer platt mache. Oh, ein Ring. Ein unauffälliger Metallring. Der kleine Metallring war vermutlich für Finger gedacht, aber Personen mit großen Zehen könnten alle Alternativen... Was soll das? Beweg dich nicht, Mann! Schwer genug von der Entfernung zu schießen. Aber die können mich easy treffen, weißt du? Hier, Headshot. Oh mein Gott! Oh, ich muss hier echt aufpassen. Alter Schwede. Hui. So. Aber Personen mit großen Zehen könnten alternative Einsatzzwecke dafür finden. Schön. Leichtes Maschinengewehr. Okay. Oh. Ich hab dich gesehen, Mr. Schläger. Du mich offensichtlich nicht. Hier lungern noch ein paar rum. Bist du beim Minenfeld, sag mal? Wo ist denn der? Wir sind auf jeden Fall zu zweit. Einer mit dem Knüppel. Ach, da oben. Wer bist denn du? Vandale. Wieso hast du Leben verloren? Und wieso hast du mich gesehen? Scheiße, Mann. Hilfe, nicht töten. Hehehe, bei häufiger Benutzung von... Ah, ja gut. Das kriege ich hin mit dem Reparieren. Wir sind ja noch welche. Soll ich denn da durchkommen? Okay, er ist zu Asche geworden, ja. Da gehörst du auch hin. Auf dem Boden, in den Dreck gemischt. Dass meine Waffe jetzt schon so kaputt ist. Alter, das geht voll schnell. Kann ich die reparieren hier? Nein, dafür muss ich erstmal die Skills ausbauen. Zustand 67%, ach komm. Oder waren das Vögel, die mich gesehen haben? Nee. Oh, das sind... Oh, wie viele sind denn da? Ich muss mal ein Stück zurücklaufen.
Scheiße, Mann. Muss ein bisschen auf mein Leben achten. Könnt ihr nicht stehen bleiben? Scheiße, jetzt nicht sterben, Zero. Okay, der will die harten Bandagen haben. Oh Gott, das Wild! Das ist nicht so gut. Oh. Okay, die Waffe ist nicht so wirklich gut. Eine Trippklinge. Oh, guck mal, ich hab vergessen, hier zu looten. Oh. Also der Anfang ist immer schwer in solchen Spielen, ne? Muss man dazu sagen. Das wird später noch einfacher. Vertraut mir. Hui, 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 hui. Ja, regeneriere dich. So, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt mir noch einen Apfel reinziehen. So. Schön was Nahrungsmäßiges und natürlich Pseudo-Apfelsaft. Okay, jetzt heile ich mich ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.